Die Saison ist vorbei, aber die Sommerpause ist im vollen Gange und während die Spieler sich im Urlaub sonnen, brennt in den Büros überall in der Liga noch Licht. Es ist Transferzeit und während manche Teams vor fast fertigen Kadern stehen, haben andere noch nicht mal einen Trainer. Trotzdem kommt hier ein Spieler, den dein Zweitligist verpflichten sollte bzw. könnte. Wir sind Transferinsel Shopping Guide. Let's go. Wir beginnen unten mit den Aufsteigern, marschieren dann quasi mit der Endtabelle hoch bis zu den Absteigern aus der Bundesliga. Und das heißt auch, wir fangen an mit Jahn Regensburg in der Relegation gewonnen. Für einen Aufsteiger ist es natürlich immer ein bisschen schwer. Da muss man erstmal gucken, wie gut ist der Kader im Zweitliga-Vergleich dann erstmal. Aber man muss sagen, hinten sind sie gut aufgestellt. Felix Gebhardt im Tor, das ist ein starker Keeper. Letztes Jahr gab es eine großenteils neue Abwehr. Die hat in der vergangenen Saison richtig gut gespielt. Allerdings Konrad Faber, der verlässt den Verein. Dazu läuft die Leihe von Louis Breuning aus. Der geht zurück zum FCN, vielleicht, denn der Jahn wird ihn gerne halten, wäre wichtig, ansonsten hast du hinten schon ein Loch. Im Mittelfeld bist du mit Kota, Wirt und Bulic gut aufgestellt, auf den Außenbahnen vorne fehlt allerdings noch was und auch Kota ist heiß und Baum hat eine richtig gute Drittligasaison gespielt, also der könnte auch den Verein noch verlassen. Also dann doch irgendwie einige Baustellen, Breuning könnte gut sein, dass er kommt, davon bin ich in diesem Beispiel einfach mal ausgegangen und habe mich weiter vorne umgeguckt und habe einen gefunden, der vorne alles machen kann, und zwar Patrick Flücke. Der spielt momentan in Mechelen, ist Deutscher, 27 Jahre schon alt, aus der Jugend von Mainz 05, hat da auch schon ein paar Bundesligaspiele machen können. Ja, war dann ordentlich auf Reise, auf Wanderschaft in der Schweiz bei Serviette Genf oder Servette oder wie die heißen, war unter anderem jetzt in Mechelen, macht das auch ganz gut. Ist wirklich, der kann links spielen, der kann im offensiven Mittelfeld spielen, der kann auch Stürmer spielen, der kann auch auf dem rechten Flügel spielen. Also wirklich sehr variabel einsetzbar, relativ klein, schnell, flink, guter Abschluss. Ich glaube, das wäre ein richtig guter Fit. Bei Preußen Münster gucken wir auf den Kader und sehen direkt eine Baustelle, denn zum Aufnahmezeitpunkt haben die keinen einzigen Keeper im Kader. Ja, es kann sein, dass Johannes Schenk weiter von Bayern ausgeliehen wird, aber wie gesagt, momentan haben die keinen, also das ist auf jeden Fall schon mal eine Riesenbaustelle. Und auch allgemein, es ist ein kleiner Kader, sie haben keinen wirklichen Linksverteidiger im Kader, sie haben aktuell auch nur 3 Innenverteidiger, also defensiv muss da was getan werden. Das Mittelfeld ist mit Kankam, Lorenz und Bazzoli gut bestückt und vorne bleiben die beiden Top-Torjäger Matmatz und Joel Gadowski, bleiben wohl beide auch, also die Baustelle ist hinten, insgesamt sollen 5 bis 6 neue Spieler kommen und das ist auch wichtig. Aber du kannst nicht in die Saison gehen und hast nicht einen einzigen Torwart im Kader, deswegen habe ich hier mal einen geholt und zwar Lukas Fox. Geiler Name erstmal des 23-jährigen Luxemburgers, ist da auch U21-Nationaltorwart, beziehungsweise jetzt mit 23 nicht mehr so ganz, aber gewesen, kommt aus der Regionalliga, ja, hat in Bocholt gespielt, 15-0, richtig stark, ist ein richtig talentierter Mann, hat eine 50% Abwehrquote bei Elfmetern, also 50% seiner der Elfmeter gegen sich hat er gehalten. Ich glaube, der kann hier den nächsten Schritt machen und kann auf zweitiger Niveau Fußball spielen. Preußen Münster ist ja aus der Regionalliga direkt in die Zweitliga durchmarschiert. Gleiches gilt auch für den letztjährigen Spitzenreiter der dritten Liga, den SSV Ulm. Auch die sind aus der Regionalliga direkt in die Zweitliga durchmarschiert. Und man muss sagen, hier gab es deutlich weniger zu tun als bei den anderen beiden Aufsteigern. Tor und Abwehr bleiben großenteils unverändert und die waren gut, da muss man nicht viel machen. Ein weiterer Innenverteidiger schadet nie, aber ist jetzt keine große Baustelle. Gleiches gilt auch für das zentrale Mittelfeld, wobei da noch ein zweiter, etwas defensiverer Mittelfeldspieler sinnvoll wäre. Aber eine große Baustelle gibt es dann doch und das ist eben der Abgang, beziehungsweise irgendwie die Nachfolge, das Loch, das Leo Cienza hinterlässt, das muss irgendwie versucht werden, zumindest zu füllen. Wenn der beste Scorer geht, dann musst du da was tun und das habe ich getan. Linker Flügel wird neu verpflichtet und zwar Nemanja Motika. Ja, der ist sogar schon deutscher Meister, allerdings damals noch ohne Einsatz im Kader des FC Bayern gewesen. Dort wurde er auch ausgebildet, ist ein richtig talentierter, schneller Spieler, spielt momentan in Slowenien. 7 Tore und 8 Vorlagen erzielte der erst 21-jährige letzte Saison bei NK Olympia. Der FC Bayern hat sich ein Vorverkaufsrecht gesichert und auch eine Weiterverkaufsgebühr, diese würde ich nun fällig werden, denn die Vorverkaufs- oder das Vorverkaufsrecht nutzen die Bayern wohl nicht. Ich glaube, er würde gut nach Ulm passen. Kommen wir zur Eintracht aus Braunschweig. Da dachte man im Herbst, im Winter eigentlich, ja, die sind abgestiegen, die werden nächstes Jahr dritte Liga spielen. Dann kam Daniel Scherning, hat das ganze Blatt umgedreht und dann sah es doch deutlich, deutlich besser aus. Allerdings 8 Abgänge muss die Eintracht mindestens verzeichnen. Im Tor geht von Torben Hoffmann, absoluter Topkeeper der Liga, zu Schalke. Das tut weh. Bicacic Verlag läuft aus, aber den kriegt man wohl zu einer Verlängerung. Im Mittelfeld läuft dazu die Leihe von Helgason aus. Einzig vorne ist man gut aufgestellt mit Gomez, Kaufmann und auch Philippe.
Allerdings, Kaufmann zum Beispiel ist auch sehr umworben, weil er eben eine gute Saison gespielt hat, aber zum Aufnahmezeitpunkt sind die drei vorne noch da. Deswegen sehe ich die Baustellen doch eher hinten. Vor allem im Tor, denn wie gesagt, Ron Torben Hoffmann, der war ein richtiger Rückhalt und ich würde an Braunschweigs Stelle das machen, was der KSC letztes Jahr gemacht hat. Da ist nämlich auch der Torwart, ja damals Gersbeck, zu Hertha gegangen. Das lief dann nicht so gut, aber das ist eine andere Geschichte. Und was haben die gemacht? Haben geguckt, okay, wer war letztes Jahr in der zweiten Liga gut, wer ist abgestiegen? Drewes von Sandhausen und der hat jetzt bei Karlsruhe eine richtig, richtig gute Saison gespielt. Etwas unter dem Radar, aber absolut fehlerfrei. Ein paar Mal auch richtig gut gehalten. Und ich sag, Leute, macht das gleiche. Kolke von Hansa Rostock, der geht wohl zu Bremen. Aber dann gibt es da noch einen Torwart von einem Absteiger, der einer der besten der letzten Saison war für manche. Ich glaube, beim Kicker haben die ihn sogar zum besten Torwart der Liga gekürt ist Florian Stritzel. Der hat absolut bewiesen, dass er zu den besten Torhütern der zweiten Liga gehört. Der ist einfach zu gut für die dritte Liga. Also Braunschweig, holt euch den routinierten Mann. Beim ersten FC Magdeburg können wir es relativ kurz machen. Mit Belberg, Schuler und Castanjos geht der Linksverteidiger und beide Stürmer. Teixeira könnte nach Laie weiter für den FCM auflaufen, aber die Baustellen sind klar. Linksverteidiger und Stürmer. Für Linksverteidiger wurde schon was getan. Lubambo Musonda, Sambias Kapitän, wurde verpflichtet für die linke Seite. Ja, Magdeburg spielt ja oft so ein halbes 3-4-3, wo die Außenbahn oder die Außenverteidiger auch sehr offensiv mit eingebunden sind, aber es fehlen einfach momentan Stürmer. Und auch da habe ich mich bei einem Absteiger bedient und das ist einfach ein sinnvoller Transfer, denn Erik Engelhardt ist zu gut für die dritte Liga, ist umworben aus der zweiten Liga. Hier habe ich ihn zu Magdeburg gelotst, weil ich glaube, das passt richtig gut. Ist ein bulliger Stürmer, ist einer, der richtig kämpft, würde sich, glaube ich, richtig gut ergänzen mit den Kreativen des ersten FCM. Die Offensive, auch wenn sie dann irgendwann im Laufe der Saison Probleme hatten, die letzten Jahre unter Tietz, da sind immer viele, viele Tore vorne gefallen und ich glaube, Engelhardt, der letztes Jahr 10 für Osnabrück gemacht hat, könnte hier richtig einschlagen. Bei den Roten Teufeln aus der Pfalz, dem ersten FC Kaiserslautern, gibt es einen neuen Trainer. Wo Markus Anfang kommt, das ist immer interessant, weil ein neuer Trainer bringt natürlich auch in gewisser Weise eine neue Philosophie. Es sah auch bei Kaiserslautern zeitweise gar nicht gut aus in der Saison, aber am Ende haben sie doch den Klassenerhalt geschafft. Kral, ganz wichtiger Mann, der Keeper, hat dabei seinen großen Anteil gehabt und hat zur Freude aller Roten Teufel verlängert. Der im Winter ausgeliehene Karloc hat auch verlängert, war richtig eingeschlagen, war mit Abstand der beste Wintertransfer. Auch der bleibt, beziehungsweise ist jetzt gewechselt, endgültig, vorher war ja nur geliehen. Also der ist auch da vorne, stand jetzt, Ragnar Ache, ne, dass der gut ist, dass er viele Tore schießt, wisst ihr, der ist momentan auch noch unter Vertrag, kann immer sein, dass der noch abgeworben wird, aber momentan gehen wir mal davon aus, dass er bleibt und dann hast du von hinten nach vorne durch die Zentrale einfach richtig viele gute Spieler. Hinten links läuft die Leihe von Puchas aus, der könnte erstens selbst noch verlängert werden oder dann gekauft werden und du hast dich auch bei Osnabrück bedient und hast Kleinhanse geholt, der ist richtig souveräner Linksverteidiger, also oder linken Schienenspieler, deswegen eigentlich sieht der Kader wirklich gar nicht schlecht aus. Ich sehe hier keine ganz klare Baustelle, aber einen 6er IV-Hybrid, den könnte der Kader glaube ich noch vertragen und da habe ich mal geguckt in den USA, denn Kaiserslautern ist nicht weit von der US Air Base, das haben die in der Vergangenheit schon gemacht, die waren glaube ich letztes oder vorletztes Jahr in der Sommerpause auch da in den USA auf Tour, haben da eine Vorbereitungssaison gespielt, eine Vorbereitungsturniere und so gespielt. Die Verbindung besteht, das gab es in der Vergangenheit schon, das ist bestätigt und deswegen habe ich einfach mal in der MLS geguckt, auch um hier ein bisschen Abwechslung reinzubringen und habe den 23-jährigen Frankfurter Robert Volodor gefunden, ja. Der kann, spielt mehr in Verteidigung, muss ich zugeben, kann aber auch Sechser spielen, ist auch nur in Anführungsstrichen 1,85, bulliger Spielertyp, so ein Abräumer, könnte so ein bisschen so ein Andricht in Leid werden, weil der auch mit dem Ball am Fuß gar nicht so schlecht ist. Hat auch Interesse aus Maribor, ich weiß gar nicht, die spielen ja alle paar Jahre mal in der Europa League und Champions League mit, also der Wechsel nach Europa ist durchaus realistisch, er ist halb Deutscher, könnte also durchaus nach Deutschland gehen, ich finde, das wäre nochmal ein passender Fit, um eben, ja, den Kader einfach noch besser zu machen, weil, wie gesagt, eine richtige Baustelle sehe ich da momentan nicht. Kommen wir zum ersten FC Nürnberg und da muss man sagen, neuer Sportvorstand da, Trainer Fiel ist weg und Can Uzun ist weg. Es ist ein Umbruch, es ist irgendwie ein Neuanfang beim Club. Bisher hat man 3 Neuzugänge vorgestellt, allerdings hat man auch einige auslaufende Verträge. Im Tor läuft der Vertrag von Klaus aus, der zuletzt ja immer gespielt hat, aber da hat man mit Jan Reichert einen Mann in der eigenen U23, dem glaube ich der nächste Schritt und damit der Schritt zweite Bundesliga zugetraut wird. Ich glaube also hier wird sich nicht unbedingt was tun und ich habe hier auch keinen Torwart geholt. In der Abwehr hast du natürlich U17 Europameister Finn Gelsch, dann hast du Horn, Marquez, Gürleyen, du hast Suarez geholt für die Außenbahn.
Vielleicht noch ein Innenverteidiger, das wäre eine Option. Im Mittelfeld hast du Kastrop und Flick, dazu kommt jetzt noch Kasper Janda, auch ein sehr guter Mann. Auf den Außen hast du Hungbo, Okunuki. Aber vorne drin, da fehlt es mir doch. Winsheimer und Daferner kommen nach Lyon zurück, aber die sind es einfach nicht. Can Uzun ist so natürlich einfach nicht 1:1 zu ersetzen. Dafür ist er viel zu gut. Aber es fehlt so ein bisschen der It-Faktor. Der interessante Spieler, der gute Spieler. Und da habe ich einen gefunden. Und zwar Tom Sanne vom HSV. 20 Jahre jung, letztes Jahr vor allem in der zweiten Mannschaft gespielt. Beziehungsweise eigentlich nur in der zweiten Mannschaft gespielt. Denn in der ersten Mannschaft ist ihm irgendwie der Durchbruch nicht so richtig gelungen. Und ich glaube, deswegen würde ihm Tapetenwechsel vielleicht gar nicht gut tun. Denn seine Statistiken, 24 Spiele, 4 Vorlagen, nein, 24 Tore und 4 Vorlagen, so rum, letztes Jahr in der Regionalliga. Der Mann ist also deutlich zu gut für die Regionalliga und ich glaube, bei Nürnberg könnte er den Sprung in die zweite Liga schaffen. Er kann Mittelstürmer spielen, kann sie aber auch so ein bisschen hängen lassen, so ein bisschen hängende Spitze spielen, fast mehr aus dem Mittelfeld kommen. Genau das hat Uzun auch gemacht und ich glaube, solange Robert Glatze beim HSV bleibt und wie gesagt, zum Aufnahmezeitpunkt ist er eben noch da, glaube ich, wird es schwer, sich da durchzusetzen. Deswegen hier der Sprung nach Nürnberg ist, glaube ich, genau der richtige für Tom Sanne und auch für den FCN. Für die Überraschungsaufsteiger aus Elversberg war es eine Top-Saison. Und der Kader bleibt auch großenteils gleich. Allerdings, 3 Leihenden tun richtig weh. Und diese 3 Leihenden reißen auch richtig große Baustellen im Kader auf. Und das sind Wanner, Jeckel und Rechtsverteidiger Van der Meer. Dazu wird Yannick Rochelt wohl gehen und auch weitere Spieler sind umworben. Das sind eben dann die Kehrseiten, wenn du als Aufsteiger so eine richtig gute Saison spielst, dann sind deine Spieler beliebt. Also du hast im Grunde ja 3 Baustellen. Ein Stürmer neben Schnellbacher fehlt vielleicht noch, ein Innenverteidiger Jeckel und ja, ein offensiver Spieler Wanner und auch ein Rechtsverteidiger fehlt. Und ich habe mich mal für einen Rechtsverteidiger entschieden. Und zwar Marcel Kosti von Ingolstadt, einer der besten Rechtsverteidiger der dritten Liga vergangenen Saison gewesen. Ist nicht mehr der große Star, der wird es auch nicht werden. Ist auch schon 28, also ist jetzt kein großes Talent. Aber erstens ist der nicht so teuer, es ist eine Ablöse fällig, aber die wird nicht so hoch sein. Wahrscheinlich so 500.000 oder so, schätze ich mal. Und das ist so ein typischer Elversberg-Transfer, bin ich der Meinung. Ja, der ist so ein bisschen unter dem Radar, aber hat seine Sache richtig ordentlich gemacht. War einer der, wie gesagt, besten Verteidiger. Ich glaube, der wird hier richtig gut ins Team passen und wäre so ein richtig ruhiger, beständiger Arbeiter. Und dazu hatte er letzte Saison 8 Vorlagen, also vielleicht geht da auch durchaus mal was nach vorne. Wie das dann alles am Ende ausschlägt und so, das werden wir uns auch noch angucken. Natürlich kommt noch meine Zweitliga-Prognose, also lasst auf jeden Fall hier gerne ein Abo da. Kommen wir zum letztes Jahr 10-Platzierten und das war eben etwas überraschend. Und der FC Schalke 04, wobei am Ende war das ja für die sogar eine gute Platzierung. Und da muss man sagen, Schalke, da ist natürlich immer was los. Zum Beispiel im Tor, ich habe schon angesprochen, Ron Torben Hoffmann wurde geholt, denn Marius Müller, der eigentliche Stammtorwart, wechselt in die Bundesliga. Sehr guter Transfer, Müller war richtig stark, aber Hoffmann eben auch. Und Hoffmann ist jünger und billiger gewesen, also auch im Vertrag, glaube ich, verdient er etwas weniger. Also das war ein guter Transfer in der Innenverteidigung, eigentlich eine gute Innenverteidigung, allerdings einige Verletzte. Links- und Rechtsverteidigerpositionen kommen mit Donkor und Gantenbein 2 neue. Dazu kommen von Drittliga-Absteiger Hansa Rostock Bachmann für das zentrale Mittelfeld. Vorne hört die Legende Simon Terodde auf, aber mit Karaman und aktuell noch Keke Top, auch der ist umworben, aber momentan ist er noch unter Vertrag, bist du da dann eigentlich auch gut aufgestellt. Aber auf den Außen gehen Schulinov und Kabadai. Schulinov, der ist nicht wirklich eingeschlagen, aber trotzdem fehlt mir in dem Kader so ein Wirbelwind auf der Außenposition. Übrigens hatte ich letztes Jahr im Sommer bei der Schalke-Prognose Timo Baumgartl zum S04 gelost, lange bevor es irgendwelche Gerüchte gab. Das war richtig, ja. Diese Saison lief nicht so, wie er sich das vorgestellt hat und wie Schalke sich das vorgestellt hat, aber das ist ein anderes Thema. Und ja, sie brauchen einen Außenspieler, aber sie brauchen eben auch einen Innenverteidiger. Ich finde, da kann man auf jeden Fall nochmal nachlegen, weil eben auch einige dort wirklich viel, viel Verletzungspech haben. Und deswegen habe ich mir einen Innenverteidiger geholt und zwar diesmal natürlich nicht Timo Baumgartl, der ist ja noch unter Vertrag, auch wenn er nicht mehr spielen wird für Schalke, sondern Markus Mathiesen. Der 28-jährige Däne ist mit Wien Wiesbaden in die dritte Liga abgestiegen, aber der ist viel zu gut für die dritte Liga. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da bleiben wird. Er ist variabel einsetzbar in der Dreier- oder auch in der Viererkette, hat auch schon jede Menge Erfahrung, hat in Dänemark gespielt, in Schweden. Der hat wirklich schon einiges auf dem Buckel, aber ist trotzdem mit 28 natürlich noch fit, schnell,
und auch sehr kopfballstark. Dann kommen wir zu Hertha, ähnlich enttäuschend wie Schalke unterm Strich die Saison, auch wenn da die Rückrunde deutlich besser war und so das Gesamtbild der Saison doch irgendwie deutlich positiver ist. Und man muss auch gucken, wenn man sich den Kader anschaut, ich glaube, Hertha hat den besten Kader der Liga. Aber auch da haben natürlich letztes Jahr einige Einzelspieler eine richtig gute Saison gespielt, zum Beispiel Fabian Riese oder auch Hannes Tabakovic. Die sind jetzt natürlich umworben. Mit Kevin Sessa hat man allerdings einen absoluten Top-Transfer getätigt. Ja, der hat mit Heidenheim in der Bundesliga ja die Conference League Quali, glaube ich, erreicht. Oder haben sie es jetzt? Ich weiß doch, Heidenheim spielt auch international. Oder bin ich da jetzt falsch? Schreibt mal in die Kommentare, ich komme da immer durcheinander. Aber auf jeden Fall, der hat da wirklich auch viel gespielt. Das ist jetzt nicht irgendwie einer, der nur 2 Minuten gespielt hat in der Saison, sondern wirklich viel. Trotzdem ist er zu Hertha gegangen. Er zeigt nochmal, was der Verein für eine Strahlkraft hat. Richtig guter Transfer für die Zentrale, für die offensive Zentrale. Mir fehlt aber noch ein bisschen einer in diesem sehr, sehr guten Kader. Fehlt mir noch so ein bisschen ein weiterer Sechser. Und da habe ich einen gefunden und liebe Hertha-Fans, hört mir zu. Ich weiß, der hat zuletzt bei Union Berlin gespielt, aber es wird sich trotzdem lohnen, denn die Rede ist von Alex Kral. Den kennt man in Deutschland vor allem noch aus seiner Zeit bei Schalke, war da einer der besten Spieler, hat immer richtig gekämpft, ist dann zu Spartak Moskau gegangen, wurde, glaube ich, mehr oder weniger direkt wieder verliehen, eben zu Union Berlin, hat da aber seit Februar nur irgendwie so knappe 140, 150 Minuten Einsatzzeit geschafft, ist da ein bisschen auf den Abstellgleis und in Moskau läuft sein Vertrag aus. Trotzdem ist er tschechischer Nationalspieler und fährt auch mit zur EM, also der ist EM-Fahrer. Das könnte natürlich Begierden wecken, vor allem wenn er ein gutes Turnier spielt, aber erstens kann man ja vielleicht vorher schon vertraglich da was angehen und außerdem, ihr habt es bei Sessa gesehen, Hertha hat noch eine extreme Strahlkraft, das ist klar, das Ziel sollte klar der Aufstieg sein und dann kann man dem ja auch vielleicht sagen, ey, wenn du zu uns wechselst, spielst du vielleicht in den nächsten Jahren dann doch Bundesliga. Und ich glaube, der würde der Hertha richtig helfen können. Eine weitere Überraschungsmannschaft, aber diesmal im positiven Sinne, war Fürth letzte Saison. Ja, das Kleeblatt hat ein sehr junges Team und das ist auch nach wie vor so. Man muss zwar Jonas Obig abgeben, einen der besten Torhüter der Liga, ohne Frage, hat sich allerdings mit Noll von Hoffenheim einen weiteren oder einen neuen talentierten Torwart geholt. Ich glaube, der wird da die neue Nummer 1. Die Abwehr ist gut, die Außenbahnen sind gut. Vorne hast du einen Top, du hast einen Lemperle. Finde ich auch nicht verkehrt, aber im zentralen Mittelfeld fehlt mir was. Ja, Amindo Sieg geht zu Bayern zurück. Ich denke mal, der wird irgendwie verliehen, aber wahrscheinlich in die Bundesliga nicht zurückgeführt auf jeden Fall. Und auch Wagner, der von Freiburg geliehen war, wechselt jetzt Leihbasis zu St. Pauli. Also der ist auch nicht mehr bei Fürth, da muss man was tun. Und ich finde, es gibt hier einen Spieler, der eben auch abgestiegen ist mit seinem Verein, den Abstieg nicht verhindern konnte, aber trotzdem einer der besten Spieler war bei dem Verein, das der Verein ist Hansa Rostock, der Spieler ist Svante Ingesson. Okay, Statistik, 1 Tor, 4 Vorlagen, das ist nicht sonderlich gut, aber trotzdem, wer Spiele von Rostock gesehen hat, weiß, der war unglaublich wichtig, war die kreative Zentrale und ich glaube, der wird richtig gut ins Spielsystem von Zorniger und Fürth passen. Beim letztjahres 7. Paderborn gibt es einen Wechsel im Tor, also gab es den schon in der Saison, denn die Hutzeit nach einigen Jahren in Paderborn ist vorbei. Böwing, der zuletzt dann viel gespielt hat, und Neuzugang Schubert, einer von den beiden, wird das Tor hüten. Die Dreierkette steht, die Außen mit Zehnter und Obermeier stehen auch. Was eine Baustelle ist, ist der Weggang von Florent Muslia. Und der war ja schon im Winter, aber es ist leider etwas erschreckend. Obwohl er, wie gesagt, nur die Hälfte der Spiele mitgemacht hat, ist er nach wie vor Paderborns zweitbester Torschütze und zweitbester Assistgeber der Saison. Also der konnte nicht so wirklich aufgefangen werden, dieser Verlust. Ich suche also einen Zehner, eine hängende Spitze, einen Offensivmann, denn auch Conte und Leipertz gehen weg. Letztes Jahr kam dafür Max Kruse, das hat bekanntlich nicht funktioniert, aber ich versuche es wieder mit einem Max und auch mit einem fast genauso schillernden Namen, denn ich hole Max Meyer zurück in die Bundesliga, beziehungsweise in die zweite Liga, zum SC Paderborn. Der hatte eine wilde Vergangenheit, hat irgendwie nie so ganz den großen Durchbruch geschafft, ist inzwischen 28 Jahre alt, also nicht ganz so alt wie Kruse es letztes Jahr war. Und der hat vor allem bei Luzern in den letzten 2 Jahren richtig gut gespielt. Letzte Saison hat er 6 Tore gemacht, das ist okay als Offensivspieler, aber vor allem hat er richtig konnte er sich spielerisch endlich mal ein bisschen entfalten, ist auch erwachsener geworden. Der Vertrag ist jetzt aufgrund eines Missverständnisses angeblich nur ausgelaufen. Jedenfalls ist er ablösefrei. Die Rückkehr nach Deutschland ist auf jeden Fall ein Wunsch, sagt er selbst. Und ich glaube, das wird hier ganz gut passen. Und ich glaube, die zweite Liga ist auch richtig. Also der sollte jetzt nicht zu einem Top-Club wieder wechseln und irgendwas Wildes da erzählen oder sein Beratervater irgendwie. Ich glaube, Paderborn ist relativ ruhig. Bei Kruse hat es zugegebenerweise nicht geklappt, aber ich glaube, Max Meyer ist dann doch ein deutlich anderer Spielertyp und vor allem auch ein besserer Fußballer. Bei Hannover 96 kann man es auch kurz machen. Du hast immer noch einen Weltmeister im Tor, du hast eine richtig gute Defensive.
Du hast auch zwei gute Sechser, aber davor kann man noch was tun. Denn Schaub geht und natürlich, du hast Leopold, Kunze und Christiansen, aber die letzteren beiden sind dann doch eher Sechser, also ein Zehner muss her. Und hier gibt's einen, der passt einfach, finde ich, wie die Faust aufs Auge, denn erstens ist er ablösefrei, das ist schon mal gut, der kann hauptsächlich ja Zehner spielen, kann aber auch hängende Spitze spielen, kann auch Stürmer spielen, kann auch die Flügel besetzen. Es ist Philipp Förster. Ich finde einfach, das ist so einer, der könnte auch schon Jahre bei Hannover spielen. Der Name, das passt so, das ist so ein Profi, der passt, finde ich, gut nach Hannover. Hat 88 Zweitligaspiele, auch über 80 Bundesligaspiele, also bringt einiges an Erfahrung mit. Das ist gut, denn vorne haben sie Trisoldi und auch den Neuzugang, wie heißt er nochmal? Lars Gindorf, also zwei Youngster vorne drin, da hilft ein bisschen Erfahrung dahinter sicherlich. Ich glaube, der kann die ganz gut in Szene setzen, füttern, kann auch selbst Tore schießen. Ich glaube, Philipp Förster zu Hannover, das fittet. Der KSC spielte die beste Rückrunde der Liga, das war wirklich beeindruckend. Allerdings, der Trainer ist umworben und möglicherweise bald weg. Dazu sind Nebel, Stindl und Matanovic ganz sicher weg, also der Need in der Offensive ist klar ersichtlich. 5 Neuzugänge wurden schon geholt, alle sind unter 21, aber keiner spielt in der Offensive. Also holen wir einen Offensiven, und zwar Hyun-Ju Lee. Von Bayern München, letztes Jahr allerdings an Wien Wiesbaden ausgeliehen, da schon in der zweiten Liga aktiv und hat das ziemlich gut gemacht. Er soll wieder verliehen werden von den Bayern und ich sag auch, warum nicht wieder 2 Jahre? Bei Paul Nebel hat das gemacht und das sind auch ähnliche Spielertypen. Ja, den kannst du mal anspielen, der ist auch nicht so groß, aber dafür schnell und wendig, immer anspielbereit, passsicher, abschlussstark und ich glaube, eine 2-Jahres-Leihe würde dem Spieler gut tun und dem KSC sowieso. Kommen wir zum großen HSV und natürlich ist es Sommerpause. Schalke und Hamburg, kannst du eigentlich sicher sein, dass es bei den Vereinen große News gibt und die gibt es auch, denn Stefan Kunz ist da als Kaderplaner und Steffen Baumgart bleibt der Trainer. Und wenn wir den Kader durchgehen, von hinten nach vorne im Tor hast du Rapp, der hat das eigentlich überwiegend gut gemacht, dann hast du natürlich noch euer Fernandes und 3 weitere Torhüter, die nach Leihen zurückkommen. Ich glaube, dann hast du unterm Strich 6 Torhüter im Kader, da wird schon einer gut genug sein, Torwart brauchst du nicht mehr. Die Leihe von Hacı Kadunic läuft aus, dazu ist Vuskovic ja immer noch gesperrt, auch erstmal bis auf Weiteres. Allerdings kommt Jonas David zurück. Trotzdem, ein Innenverteidiger könnte nicht schaden, vor allem, dass Schonler ja auch wirklich oft verletzt ist. Rechtsverteidiger Van der Bremt läuft die Leihe aus. Der könnte allerdings auch fest verpflichtet werden. Das sollte man aus Hamburger Sicht auch tun, denn sonst hat man hinten rechts schon ein bisschen eine Baustelle. Und auch über dem HSV schwebt so ein bisschen wie bei Elversberg und Hertha mögliche Abgänge. Und beim HSV ist eigentlich am stärksten, denn Reis, Benesch und Glatzel, vielleicht die 3 besten Spieler im Kader, sind alle heiß umworben, wollen alle wieder in höhere Ligen, wollen in die Bundesliga zum Beispiel oder ins Ausland. Zum Aufnahmezeitpunkt, das ist halt das Ding, sind die alle noch da, deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass sie bleiben. Ich sag mal, wenn Reis oder Benesch geht, dann könnte man sicherlich noch einen zentralen Spieler holen ins Mittelfeld und wenn Glatzel geht, brauchst du eigentlich auch einen neuen Stürmer, aber ich habe mich jetzt trotzdem für einen Innenverteidiger erstmal entschieden, denn wie gesagt, die könnten bleiben und einen Innenverteidiger bei Hamburg, ich glaube, das ist immer sinnvoll. Und zwar Maxwell Giamfi, der ist mit Osnabrück abgestiegen, hat die allerdings als Kapitän aufs Feld geführt, ist erst 24 Jahre jung, hat sogar Hamburger Vergangenheit, denn er war mal bei HSV 2 eine Saison lang, hat da auch seinen Durchbruch geschafft, um dann überhaupt erst in die dritte Liga damals zu Osnabrück zu gehen, ist der schnellste Spieler der zweiten Liga. Ja, rein statistisch hat er einen zweitliga All-Time-Rekord letzte Saison aufgestellt und der ist einfach gut. Ja, der ist noch jung, aber der ist richtig gut. Du hast halt da so viel Verletzungspech als aus HSV-Sicht, also ne, schon noch ist viel verletzt und so. Deswegen Ambrosius geht, ich glaube, es ist sinnvoll, einen weiteren Innenverteidiger zu holen und Max Giamfi ist ein richtig guter Mann. Und bekanntlich ist auch die Fortuna aus Düsseldorf in dieser Zweitliga-Saison dabei, denkbar knapp und auch denkbar bitter, aber wenn man sich den Kader anguckt, Tor top, Defensive top, Mittelfeld top und Sturm ist eigentlich auch top, die haben einfach einen richtig guten Kader. Für den vielleicht oder einer der besten Spieler der Liga, Christoph Solis, wurde die Kaufoption gezogen. Allerdings besteht immer noch die Möglichkeit, ihn jetzt für deutlich mehr zu verkaufen, ein bisschen Geld zu machen. Und ich muss sagen, mein Bauchgefühl sagt mir, dass der noch in diesem Sommer verkauft wird. Also ich rechne hier nicht mit ihm. Egal, ob er geht oder ob er bleibt, ich habe mich hier für einen Stürmer entschieden, für einen variablen Stürmer. Denn ich glaube, das fehlt Düsseldorf noch so ein bisschen. Und da habe ich bei Düsseldorf einen gefunden, und zwar Dennis Akkad Ayansa. Für Düsseldorf sollte das Ziel klar der Aufstieg sein. Man war jetzt ganz, ganz nah drin. Nächstes Jahr soll es dann klappen, denn Ayansa, der ist auch nicht ganz billig, hat einen Marktwert von 2,5 Millionen. Da muss man ein bisschen in die Tasche greifen, aber das lohnt. 7 Tore und 3 Vorlagen erzielte er letztes Jahr bei Union SG, ja Union Saint-Gilloise aus der belgischen Liga. Belgischer Meister wurde er. Das heißt, nächstes Jahr könnte er da international spielen. Aber ich glaube, erstens Düsseldorf und
die zweite Liga beziehungsweise dann vielleicht in ein paar Jahren die Bundesliga sind sehr attraktiv. Und das Problem ist, bei Union kriegt er halt auch einen neuen Spieler sehr wahrscheinlich vor die Nase gesetzt, mit dem er sich dann betteln muss. Der hat irgendwie, ich kenne den nicht, aber sein Marktwert sind irgendwie 8 Millionen. Also ich glaube, das wird schwer, sich da durchzusetzen. Deswegen ist hier ein Wechsel in die zweite Bundesliga durchaus realistisch. Kommen wir zu Absteiger Darmstadt. Ja, die haben einen wirklichen Neustart vor sich, denn 16 Spieler mit Leihenden. 16 Spieler verlassen den Verein. Im Mittelfeld bist du gar nicht schlecht aufgestellt, denn da kommen mit Marseille und Will zwei gute Männer aus der dritten Liga und du hast noch Nürnberger. Aber vorne Honzak, Skarke und Melem verlassen alle den Verein und das tut weh. Also brauchen wir hier einen offensiven Außenspieler, einen Außenstürmer, der möglichst beide Flügelpositionen besetzen kann. Und auch da habe ich natürlich einen gefunden, und zwar Lawrence Innali. 22 Jahre jung, aktuell in Polen bei Poldi Skornik Zabrze unterwegs und hat da richtig für Aufsehen gesorgt letztes Jahr. Und der passt halt perfekt, weil der kann vorne links spielen, der kann vorne rechts spielen. Ich glaube, am meisten hat er links gespielt, aber kurz da auch einige Spiele, also gar nicht so viel weniger rechts und auch, glaube ich, sogar zwei in der Mitte. Also der kann wirklich vorne variabel eingesetzt werden. Hat bei Hannover schon mal gespielt, ist auch halb Deutscher. Bei Hannover konnte sich damals, ich glaube, vor 3 oder 4 Jahren nicht in der zweiten Liga durchsetzen, aber da war er halt auch noch wirklich jung. Jetzt hat er sich ein bisschen weiterentwickelt und ich glaube, jetzt ist er bereit für Liga 2. Und zu guter Letzt kommen wir zum letzten Absteiger, und zwar dem ersten FC Köln. Aber die haben natürlich eine Transfersperre, deswegen können wir hier nicht wirklich einen Spieler uns angucken. Fest steht, dass Chabot, Diehl und Alidu den Verein verlassen. Luca Waldschmidt soll wohl gehalten werden und auch die Leihe von Jonas Urbich ist vorbei. Der wird aller Voraussicht nach Stammtorwart. Mal sehen, wie das wird, ob er oder Schwebe Stammtorwart werden und so weiter und so fort. Alle Fragen, wie dann nachher die Mannschaften, wie ich sie einschätze, das seht ihr dann, wie gesagt, in der Saisonprognose. Die kommt wahrscheinlich kurz, bevor die Saison dann wirklich losgeht. Lasst dir gerne ein Abo da, denn es kommt auch in der Sommerpause, bevor dann die Vlogs wieder losgehen, kommen auch hier jede Menge coole Videos wie dieses. Das Ganze machen wir nochmal mit der Bundesliga in ein paar Wochen. Dann gucken wir uns natürlich auch neue Trikots an in der zweiten und in der Bundesliga. Lasst ein Abo da und tschüss. Aber wir werden sehen. Ich wünsche eine gute Nacht. Peace out.